Unsere Arbeitsgruppe ist darauf spezialisiert, zu erforschen, wie die guten Darmbakterien, die wir ständig in uns tragen, das Immunsystem beeinflussen. Auf unseren Körperoberflächen, wie zum Beispiel auf der Haut, aber auch im Darm, leben insgesamt etwa 1 Trillion Bakterien. Die Gesamtheit dieser Bakterien bezeichnen wir als Mikroflora. Für unsere Experimente benutzen wir keimfreie Mäuse, welche keine Mikroflora besitzen. Diese keimfreien Mäuse können wir gezielt mit einzelnen oder mehreren Bakterien besiedeln. Hierfür züchten wir kleine Kolonien von Bakterien im Labor. Bakterien können unter aeroben, also mit Sauerstoff, oder anaeroben Bedingungen, also unter Ausschluss von Sauerstoff, kultiviert werden. Anaerobe Bedingungen werden genutzt, um den Zustand im Darm nachzuahmen. Die Vorbereitung der Bakterien muss besonders sorgfältig erfolgen. Da die Tiere in einer streng kontrollierten Umgebung gehalten werden, ist es uns zu jeder Zeit nach der Besiedlung möglich, das Immunsystem zu untersuchen. Wir testen zum Beispiel, ob die Abwehrbereitschaft nach bakterieller Besiedlung zunimmt. Häufig werden wir gefragt, ob denn keimfrei überhaupt ein relevanter Zustand in der Natur ist. Die Antwort darauf ist eindeutig ja. Wir alle werden keimfrei geboren. Erst unmittelbar nach der Geburt beginnt dann eine physiologische Besiedlung mit Bakterien aus der Umgebung. Dieser erste Kontakt zu Bakterien ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die unser Immunsystem macht. Mit unserer Arbeit konnten wir bereits zeigen, dass sowohl Qualität als auch Quantität dieser frühen bakteriellen Kolonisierung unser Immunsystem lebenslang prägen kann.